Geschätzte Kollegen, das Coronavirus beherrscht im Moment unsere beruflichen und privaten Leben. Eine fast surreale Situation, in der ich jedoch den Eindruck habe, dass Gefühle von Sorge und Angst im Vordergrund stehen. Es ist schwierig, beruhigende Argumente zu finden. Die Medien betonen die negativen Nachrichten und tragen sicherlich nicht dazu bei, die Situation rationeller zu betrachten. Wir wissen jedoch, dass die Situation vorübergehend ist und vorbeigehen wird. Und in Tessin sehen wir schon heute, wie die ersten Anzeichen für eine Verlangsamung der Epidemie da sind. Die Schweizer Bevölkerung hat gut reagiert, mit einer gewissen Verzögerung, aber jetzt scheint mir, dass alle die Verhaltensregeln verstanden haben, die zur Eindämmung des Virus notwendig sind. Das Gesundheitswesen ist jetzt sehr gut organisiert und wir sind auch gut organisiert und ist von äußerst mutigen Mitarbeitern zusammengestellt, die vor Schwierigkeiten nicht anhalten. Viele Ärzte und Pflegepersonal haben in den letzten Wochen ihre dringende Tätigkeit reduziert, um im Bedarfsfall zur Verfügung zu stehen. Einige von ihnen sind mit Kurzarbeit konfrontiert und ich möchte ihnen sagen, dass es selbst Spieler auf der Bank in der Reserve, die bereit sind, im Bedarfsfall einzugreifen, unerlässlich sind. Und ohne sie wäre es undenkbar, eine Epidemie zu bekämpfen. Alle unsere Kliniken stehen den Kantonen zur Verfügung, um die Krise bestmöglich zu bewältigen. Und in diesen Tagen haben praktisch alle Kantone definiert, wie unsere Kliniken konkret behilflich sein können. Einige unserer Kliniken nehmen Patienten mit dem Virus auf, andere konzentrieren sich auf komplementäre Aktivitäten in den Bereichen zum Beispiel der Geburtshilfe oder der Krebschirurgie. Andere haben eigenes Personal ausgelehnt am öffentlichen Spital und andere noch werden nur bei einem weiteren Einstieg der Epidemie eine Rolle spielen. Ich bin sehr stolz darauf, dass Swiss Medical Network die Kantone und die Bevölkerung in dieser heiklen Phase unterstützen. Ich möchte euch für das tägliche Engagement ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit.